Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute da sind bei unserem Webinar. Ich bin Edith Luschmann, Redakteurin beim Naturmagazin, und ich spreche heute mit Michael de Ritter, Arzt und Autor seines neuen Buches, zum Thema Welche Medizin wollen wir? Wir sprechen aber hier nicht nur miteinander, und Sie können zuschauen, Sie können auch einfach mitreden, Sie können Fragen stellen, und dazu benutzen Sie bitte die Maske, die unter Ihrem Bildschirmfenster ist. Da können Sie Ihre Frage eintragen, die dann zu uns in die Redaktion geleitet wird und an mich weitergetragen wird. Und ich werde dann in Ihrem Namen Ihre Frage an Herrn de Ritter stellen. Herr de Ritter, Sie sind Arzt, Sie waren Arzt, haben viel Erfahrung in vielen verschiedenen Bereichen, waren lange Chefarzt in einem Berliner Krankenhaus, haben ein Hospiz mit aufgebaut, waren auch schon unterwegs in Flüchtlingslagern. Also Sie haben wirklich viel gemacht. Für mich lasse ich Ihr Buch so, als wären Sie immer ein Arzt aus Leidenschaft gewesen. Aber mit Ihrem jetzigen Werk haben Sie ja schon deutlich unser System kritisiert. Sie sagen, die Medizin geht immer weiter weg vom Menschen. Sie ist nicht mehr das, was sie sein sollte. Wie ist das? Ist das Enttäuschung der letzten Jahre? Ist das eine Feststellung, ein Impuls der Zukunft? Ich würde gerne einen Gedanken vorausschicken, der sich aber genau darauf bezieht, auf das, was Sie sagen, nämlich um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Wir haben natürlich in Deutschland eine leistungsfähige, in Teilen sogar exzellente Medizin, aber allzu vieles liegt im Argen. Und zwar gemessen an dem, was uns diese Medizin kostet, gemessen an dem, was wir alle als zahlende Versicherungsmitglieder aufzubringen haben, und auch gemessen am ethischen Selbstverständnis der Ärzteschaft, liegt allzu vieles im Argen. Und dieses Arge sozusagen, worüber wir gleich in den verschiedenen Aspekten nun wahrscheinlich doch sprechen werden, ist es, was der Gegenstand meines Buches ist. Und was natürlich darauf abzielt, die notwendige Veränderungen auf den Weg zu bringen, oder ich will damit ein kleines Mosaiksteinchen zu beitragen, um dazu zu kommen, dass wir mit diesen gewaltigen Mitteln, die wir im Gesundheitswesen haben, und wir haben genügend Mittel in diesem System drin, wir brauchen nicht mehr Mittel, um es besser zu machen. Und dieses, was ich besser zu machen sehe, hat ganz viel zu tun mit, Sie haben es eben schon angesprochen, und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte, das hat ganz viel zu tun mit Vertrauensschwund auf Seiten der Patienten und in einem größeren Rahmen gesagt, es hat zu tun mit fehlender Menschlichkeit in diesem Betrieb, der so sehr von einerseits Technologie und andererseits dem, was wir unter Ökonomisierung verstehen, dominiert wird. Das ist eigentlich schon Ökonomisierung. Krankenhäuser müssen immer mehr wie Unternehmen geführt werden. Es geht nicht mehr nur darum, den Menschen zu helfen, man muss auch Gewinn erwirtschaften. Sie kennen das aus dem Blick eines Arztes, Sie haben das mitbekommen. Vielleicht können Sie uns das mal schildern. Wie reagiere ich als Arzt, wie kriege ich das von der Klinikleitung mitgeteilt, diesen Druck, der ja offensichtlich herrscht? Die Ökonomisierung hat ja zu enormen, ich sag mal, Verwerfungen geführt, die von der nicht nur Patienten betroffen sind, auch diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also Ärzte und Pflegekräfte. Was heißt Ökonomisierung überhaupt? Das ist ja so ein Schlagwort, was man mal näher beleuchten muss, um zu sehen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Wir hatten ja bis zur Einführung der sogenannten Fallpauschalen, das war im Jahre 2003, hatten wir ja eine sogenannte retrospektive Finanzierung des Gesundheitssystems. Das heißt, wir hatten Tagespflegesätze in der Klinik, die jährlich stiegen, gemäß den Kostensteigerungen, die es damals gab. Und es war lange Zeit eben ein völlig normaler Vorgang, dass eben die die Beitragssätze sich erhöhten und dadurch das System sozusagen im finanziellen Gleichgewicht gehalten wurde.
Und irgendwann, nicht nur alleine deswegen, sondern auch wegen zunehmender Kosten, die entstanden durch den medizinischen Fortschritt, kamen wir in eine Situation, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, die die Fallpauschalen zum Teil früher eingeführt haben als wir, wo gesagt wurde, das können wir so nicht mehr laufen lassen. Das ufert aus und irgendwann können wir es nicht mehr bezahlen. Und das hatte auch was mit der Ärzteschaft zu tun, das muss ich ganz selbstkritisch oder kritisch an die Ärzteschaft, an der Ärzteschaft anmerken. Nämlich die Ärzte waren ja die Verantwortlichen in den Krankenhäusern. Sie waren diejenigen, die die Ressourcen auch gelenkt haben, verwaltet haben. Und ein einfaches Beispiel damals, ich weiß das selber noch, als ich junger Arzt war, ein junger Mann, ein junger, gesunder Mann, der eine Lungenentzündung hatte, der heute in eine Rettungsstelle geht oder auch zum niedergelassenen Arzt und sich röntgen lässt oder untersucht wird und ein Antibiotikum bekommt, der muss nicht im Krankenhausbett haben. Den haben wir damals aber zum Beispiel eben in ein Bett gelegt, 14 Tage. Und wenn wir noch freie Betten hatten, dann haben wir auch gesagt, ach, dann lassen wir ihn noch eine Woche liegen. Weil es Geld bringt. Weil es Geld bringt, beziehungsweise weil wir auch dachten, das tut dem jungen Mann gut, für eine normale Auszeit hat. Da gab es die verrücktesten Rechtfertigungen dann dafür. Aber wir sind nicht verantwortungsvoll mit dem Geld umgegangen, mit den Mitteln umgegangen. Das hätte man damals eben auch schon machen können. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich, dass junge Leute, ich muss genauer sagen, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, denn es ist es aus anderen Gründen heute nicht, das kommen wir vielleicht gleich zu, dass ein junger Mann mit einer überschaubaren Pneumonie und wenig Symptomen zu Hause bleibt, Antibiotikum nimmt und dann Kontrollröntgen etc., all die Dinge dann ambulant macht. Mhm. So. Aber ich sagte gerade schon, warum haben wir diese Situation heute nicht? Hat auch was mit Ökonomisierung zu tun oder warum haben wir sie partiell nicht? Das heißt, ich will sagen, wir haben heute auch unangemessene Aufnahmen in den stationären Aufnahmen, in den Kliniken, weil wir in den Metropolen zumindest, in den großen Städten, ein Überangebot an Betten haben. Mhm. Und wenn heute und das ist ja nun auch tatsächlich der Fall, wenn die Kliniken in einem Konkurrenzkampf miteinander sind und es darum geht, erstens möglichst viele Fälle zu generieren und mit einem möglichst hohen Schweregrad, man sagt Case-Mix-Index, also die Fallschwere, das sogenannte Fallgewicht ist von großer Bedeutung. Das heißt, die Kliniken sind am wirtschaftlichsten, die viele Fälle mit möglichst hohem Fallgewicht haben. Die haben die beste Erlössituation. Und die bessere Erlössituation oder die schlechtere ist der Feind der besseren. Und die Krankenhäuser, und das sehen wir ja schon seit einigen Jahren, die nun nicht so gut wirtschaften, aus welchen Gründen auch immer, weil sie die ungeschickteren Manager haben, Geschäftsführer haben oder wie auch immer, oder auch aus anderen Gründen, die fallen hinten runter und die müssen fusionieren mit anderen Häusern oder fallen ganz unter den Tisch, werden geschlossen. Und das heißt also, und das kann ich ganz praktisch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also aus Berlin. Mir wurde dann gesagt, Herr de Ridder, als Leiter der Rettungsstelle, wo ich durch die 50.000 Patienten durchliefen, jedes Jahr als Notfälle, als eingewiesene Patienten. Und wo zu entscheiden war, müssen diese Patienten eine stationäre Behandlung haben? Sind die so schwer krank? Oder aber reicht es, wenn wir sie anbehandeln, diagnostizieren und sagen, das kann der Hausarzt weitermachen. Das war immer die zentrale Fragestellung. So. Und dann wurde mir gesagt, weil wir eine schlechte Erlössituation hatten, viele freie Betten hatten, Herr de Ridder, fischen Sie in der Grauzone. Und das hieß ja nichts anderes, als auch Patienten aufzunehmen, die eigentlich hätten ambulant beim niedergelassenen Arzt weiterbehandelt werden können, aber aus Gründen, also aus Patienteninteressen, fernen Gründen kam es zu anderen Strategien. Eben wurde die Aufnahmeindikation eben nicht an der Schwere des Krankheitsbildes oder der Art des Krankheitsbildes bemessen, sondern an der Anzahl der freien Betten und der Aufwertung der Erlössituation. Und das heißt also, dass das ist eine sehr üble Auswirkung der Ökonomisierung, die natürlich an mein ethisches Selbstverständnis rührte und wo ich dann auch Widerstand geleistet habe und wo ich bestimmten Vorgaben auch nicht gefolgt bin, beziehungsweise sie, wenn man so will, auch unterlaufen habe. Mhm.
also dem nicht gefolgt sind. Ja, richtig. Weil, ja. Das bezieht sich ja vermutlich auch nicht nur darauf, welche Fälle man aufnimmt, sondern auch auf die weitere Therapie. Also, richtig. Ja, da könnte man manches zu ergänzen, weil das ist etwas, was ich ja auch ausführlich in meinem Buch darstelle, was ich auch andernorts schon dargestellt habe und was eines der größten Defizite unseres Gesundheitswesens ist. Wir, also kurz und bündig gesagt, die Verschwendung von Mitteln, von Geld in unserem Gesundheitswesen, das heißt, ist unfassbar groß. Das heißt, wir geben enorm viel Geld aus für Diagnostik, für Behandlungen im weitesten Sinne, Diagnostik und Therapie, für Medikamente, enorm viel Geld aus für Behandlungen, von denen kein Patient hinsichtlich seiner Lebensqualität oder seiner Lebensquantität einen Gewinn davon trägt. Und hier muss ich der Politik einen gravierenden Vorwurf machen, weil der Politik und auch den Krankenkassen. Denn Politik und Krankenkassen, vor allen Dingen die Krankenkassen in erster Linie, sind Treuhänder der Gelder ihrer Versicherten. Und sie müssen das Geld so anlegen, dass eine möglichst große Anzahl von Patienten einen möglichst hohen Gewinn davon trägt. Und das bedeutet vor allen Dingen, wenn wir in die Zukunft schauen und sehen, was auf uns zukommt, was einerseits der medizinische Fortschritt uns bringen wird, auf der anderen Seite aber auch das, was wir demografischen Wandel nennen. Das heißt, dass wir dort Mittel brauchen, dringend Mittel brauchen, die heute auch schon fehlen. Es arbeiten 100.000 oder 100, keiner weiß es so genau, Pflegekräfte in Deutschland, in Familien und in Heimen, die nicht ausgebildet sind, die aus Osteuropa kommen, etc., also die schon hier eine Lücke auffüllen, die eigentlich wir selber füllen müssten, das aber nicht tun, aus diversen Gründen, über die wir vielleicht auch noch sprechen. Das heißt, es wird aus meiner Sicht enorm viel Geld verschwendet, was auch nichts Neues ist. Im Übrigen, was der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen schon 2002 festgestellt hat. Und die Summe all dessen, was verschwendet wird, in einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag beziffert hat. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt kommt die Politik aus meiner Sicht noch ins Spiel, oder sie muss ins Spiel, weil die Politik eine steuernde Aufgabe hat. Und dieser Aufgabe wird sie seit Jahrzehnten nicht gerecht. Siehe beispielsweise das Pharma. Wir wollen seit Jahrzehnten, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, ein Pharmakodex haben, der nur noch die wirklich notwendigen... Positivliste? Richtig, natürlich, die Positivliste. Ich kam gerade nicht drauf. Die Positivliste, die ja schon seit Jahrzehnten im Gespräch ist, aber die immer wieder verhindert worden ist, vor allen Dingen von der Pharmaindustrie verhindert worden ist und über die Lobbygruppen, die tätig sind in Berlin, von denen es ja so zahlreiche gibt, gerade im Bereich Medizin und Pharma, die es letztlich nicht zugelassen haben, dass wir eine solche Liste haben. Wir haben, ich könnte andere Beispiele nennen, selbst die Deutsche Gesellschaft für Röntgenologie stellt fest, dass von den über 100 Millionen Röntgenaufnahmen, die wir jährlich anfertigen in Deutschland, die Hälfte nicht indiziert ist. Okay. Und man muss das, ich will das jetzt nicht übersetzen in Geld, in Euro und Cent, aber man kann ermessen, was das bedeutet. Dazu kommt als ganz wichtiger, und dann höre ich auch auf mit dieser Anklage, als ganz wichtiger Bereich die Kardiologie, die invasive Kardiologie, Stichwort Herzkatheter, Stichwort Stents. Wir haben mittlerweile, sind wir auf einem Level angekommen, dass wir in Deutschland 880.000 Linksherzkatheter jährlich machen, über alle Altersgruppen hinweg gesehen, das heißt, ungefähr jeder 90. Patient in Deutschland kriegt jährlich einen Herzkatheter. Vom Baby bis zum Alten, bis zum Greis. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir diese Summen schon gewinnen könnten, ja, wenn wir hier
innehalten würden und sagen können, das müssen wir uns mal genau angucken und hier muss die Politik steuernd eingreifen. Und sie wird es tun müssen, wenn, und das ist immer das, was mir so wichtig ist, wir müssen diesen demografischen Wandel bewältigen können. Das ist das, was wir zu fördern brauchen und dafür brauchen wir Geld. Und das sind Menschen, die brauchen nicht Sachmittel, die brauchen personale Zuwendung und personale Hilfen. Und die müssen erstens, ich sag mal, ideell aufgewertet werden, die Menschen, die diese Berufe machen. Die Berufe müssen auf und sie müssen besser bezahlt werden. Denn sie werden zu den wichtigsten Berufen der Zukunft gehören, wenn wir denn eine Versorgung aufrechterhalten wollen in Deutschland bezüglich unserer alten und gebrechlichen und Pflegebedürftigen, die menschlich ist und die dem Rechnung trägt, worauf wir immer so stolz sind, nämlich dass wir uns eine zivile Gesellschaft bezeichnen. Und das werden wir nur tun können, auch in Zukunft, wenn wir hier auch bereit sind, sozusagen die Mittel, die wir im Gesundheitswesen so sehr ungleichgewichtig verteilt haben, neu in neue Richtungen leiten. Mhm. Darauf bezieht sich, glaube ich, auch die Frage von Jonas. Der fragt, wird es den prognostizierten Kollaps des Gesundheitssystems geben, wenn wir das System nicht reformieren? Also schwierige Frage. Schwierige Frage. Mir sieht es so aus. Oder, also es ist natürlich auch logisch, nach dem, was ich gesagt habe, dass es auch nach meiner Meinung so kommt. Ich meine, es sind natürlich andere. Was ist sonst denkbar? Wenn wir sagen, die alten, gebrechlichen und Pflegebedürftigen und die Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte vielleicht mit einer chronischen Krankheit leben, aber personale Hilfen brauchen, wenn wir diesen Level nicht erreichen oder wenn die Gesellschaft sagt, wir wollen das so nicht, das kann ja sein, was bleibt dann übrig? Dann bleibt übrig, dass wir die Alten und Schwachen und Gebrechlichen letztlich ghettoisieren. Dass wir ihnen eine Minimalversorgung zukommen lassen, die aber sich dann gewaltig von dem entfernt, was wir noch sagen dürfen, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind. Und auf diesen Begriff würde ich auch weiter bestehen wollen. Und wir müssen uns nur ansehen, was in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Da gibt es diese solidarische Gesellschaft nicht und Obama und vorher Clinton haben versucht und sie alle, die Politik ein bisschen mit beobachten, werden wissen, dass Obamacare sozusagen kurz vor dem Kollaps steht beziehungsweise möglicherweise gecancelt wird, wenn er nicht mehr Präsident ist oder durch Gerichtsurteile, die jetzt in Vorbereitung sind. Und da ist es nämlich, in den Vereinigten Staaten ist es nicht so. Da ist es krass gesagt so, Sie sind krank und Sie brauchen eine Operation oder Sie brauchen Sie haben einen Herzinfarkt und Sie brauchen wirklich einen Herzkatheter, der auch indiziert ist, dann müssen Sie erstmal Geld auf den Tisch legen. Und die amerikanische Mentalität ist eben so, dass sie wirklich Gesundheit wie eine Ware behandelt. Und wir sagen immer noch, Gesundheit ist keine Ware wie jede andere auch, weswegen auch der Kundenbegriff für mich der eingeführt worden ist und fragwürdiger ist und vermieden werden sollte. Für den Patienten meinen Sie? Ja, für den Patienten. Und es ist eben so, der durchschnittliche Amerikaner sagt, du bist krank, okay, da kannst du dir nur das leisten, was du eben aufbringen kannst. Genauso wie nicht jeder ein Chevrolet fahren kann oder ein Porsche meinetwegen heute in den Vereinigten Staaten. Da muss man sich auch nach der Decke strecken. Und das ist das nicht. Also Gesundheit ist ein Zustand, der sich auch nach dem oder ausschließlich nach dem richtet, was der eigene Geldbeutel möglich macht. Und das ist etwas, worauf wir möglicherweise dann auch in einer fernen Zukunft theoretisch zugehen können. Heute, und das muss man lobend erwähnen mal über unser Gesundheitswesen, das habe ich selber, kann ich das vielleicht aus meiner praktischen Erfahrung nochmal erwähnen, wenn zu mir, und ich habe, wie gesagt, eine große Rettungsstelle geleitet, und auch wenn ein Obdachloser von der Parkbank kam und stellte sich beispielsweise raus, der Mann lag da, weil er Schmerzen hatte, hatte Brustschmerzen, hatte einen Herzinfarkt, der kriegt den Herzkatheter. Ja, auch wenn der unversichert war. Das wurde dann und wird auch immer noch von den Sozialämtern dann beziehungsweise von anderen Kostenträgern übernommen. Aber bei uns
bleibt niemand sozusagen unversorgt, weil er nicht versichert ist, beziehungsweise weil er selber das nicht aufbringen kann. Mhm. Noch nicht. Okay. Obwohl auch, muss man auch da wieder ergänzen, es ist schon schwieriger. Es gibt natürlich Menschen, die schwer krank sind und die Therapien haben wollen oder für die Therapien möglich sind, die aber noch nicht so vom gemeinsamen Bundesausschuss zugelassen offizielle Therapien sind und wo es eine ganz, ganz heikel ist, darüber zu entscheiden, soll jemand, für den das die letzte Möglichkeit ist, doch so eine so eine Chemotherapie beispielsweise bekommen oder nicht? Ganz schwierige Frage. Aber zumindest wird man prinzipiell versorgt. Ja. Carmen aus Zuffenhausen fragt uns, was kann ich denn als Patient tun, um in diesem System nicht vollkommen unterzugehen? Was raten Sie jemandem, der vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat? Erstmal würde ich sagen, Mut. Mut, erstens Mut, zweitens Mut, drittens Mut. Das heißt, stellen Sie Ihrem Arzt Fragen, löchern Sie ihn. Lassen Sie sich nicht alles, ich sage jetzt mal so schlicht, gefallen. Verlangen Sie Aufklärung über Ihre Krankheit, verlangen Sie Aufklärung über den Untersuchungsgang, über das Behandlungsprozedere. Und im Zweifel kann man immer auch diesen Arzt verlassen. Mhm. Man kann ihn wechseln, wenn man unzufrieden ist und auch vielleicht eine Alternative schon hat, kann man sagen, gut, ich bin damit nicht zufrieden, wie ich hier fachlich, aber auch vielleicht in anderer Weise, vielleicht auch menschlich, wie mit mir umgegangen wird und ich suche mir jemand anders, genauso wie ich auch in anderen Lebensbereichen, wenn ich unzufrieden bin, den Anbieter, sage ich jetzt mal, wechseln kann. Mhm. Darauf bezieht sich auch noch der zweite Teil der Frage, wo sie dann fragt, wie unterscheide ich denn nur nötige von unnötigen Behandlungen, wenn ich selber vielleicht nicht Habe. Dazu vielleicht eine interessante Information. Wir haben eine seriöse Umfrage der Schwenninger Krankenkasse, die sich genau mit diesem Thema auch befasst hat und die herausgefunden hat, dass fast drei Viertel der Bundesbürger kein Vertrauen mehr haben in die klinische Behandlung, das heißt in die Krankenhäuser und die dort tätigen Ärzte und die dort angebotene Versorgung, weil sie fürchtet, entweder überversorgt zu werden, das heißt mit Mitteln traktiert zu werden, die entbehrlich sind oder die, wenn nicht sogar, Risiken bedeuten, oder aber unterversorgt. Sie fürchtet, unterversorgt zu werden. Das gibt es ja auch. Das ist das andere. Es gibt diese drei Dinge. Es gibt den Overuse, also die Überversorgung. Es gibt den Missbrauch, Misuse und den Underuse, also die Unterversorgung. Das darf man auch nicht ganz klein reden. Jedenfalls hat die Ökonomisierung dazu geführt, dass Patienten das Vertrauen eben insoweit verloren haben in die Institutionen unseres Gesundheitswesens oder viele Patienten, weit über die Hälfte, weil sie sagen, die Behandlung richtet sich nicht mehr nur nach meinen Interessen im Sinne einer angemessen zu behandelnden Erkrankung, sondern sie richtet sich nach anderen Parametern, etwa nach der Erlössituation der Klinik, wie ich eben deutlich gemacht habe, oder vielleicht auch sogar nach Interessen, Stichwort Igel-Leistungen, ja, individuelle Gesundheitsleistungen, die der Arzt dem Patienten anbietet und die er privat bezahlen muss und der Sinn, die Sinnhaftigkeit dieser Igel-Leistungen ist gerade erst wieder untersucht worden und man muss sagen, dass auch hier drei Viertel der angebotenen Leistungen, die Patienten angeboten werden, für den Patienten unsinnig sind und keinen Vorteil bringen und man sollte sie unterlassen. Sie dienen allein der Einkommensaufbesserung des Arztes. Mhm. Gibt es einen Ratschlag, wie man einen guten Arzt oder einen Mediziner erkennen kann, fragt Waltraud. Das ist auch eine schwierige Frage, aber ich würde trotzdem sagen, wenn Sie ein aufmerksamer Patient sind, dann teilt sich Ihnen die Zugewandtheit eines Arztes mit, in sehr vielen Dingen.
in der Art und Weise, wie er sie anschaut, wie respektvoll er mit ihnen umgeht, wie er mit ihnen spricht, wie er sie auch anlächelt beispielsweise, all das, wie er sie in sein Behandlungszimmer führt und so weiter, wie er auch ihre, vor allen Dingen ihre Schamgrenzen zu wahren weiß. Also es gibt eine Menge Dinge, die einen schon sehr schnell erschließen lassen. Mit dem habe ich es hier eigentlich zu tun. Ist das ein angenehmer Mensch vor allen Dingen? Zunächst mal vor seinem Arzt sein. Ist er ein angenehmer, sympathischer Mensch? Kann ich dem sowas wie ein Grundvertrauen entgegenbringen, was man ja auch, es ist ja eine Erfahrung, die macht man ja nicht nur in der Medizin, sondern die macht man in seinem Leben ständig, jeden Tag. Vor allen Dingen dann, wenn man neue Menschen, Unbekannte kennenlernt. Und ich denke, das ist schon mal zunächst mal das ist kein sicheres Zeichen, aber doch ein wichtiges und ein vielleicht auch untrügliches, mit dem ich mich in erster Näherung einmal, das mir signalisiert, ich kann mich mit diesem Menschen zunächst mal, auch kann ich mich auf ihn einlassen. Mhm. Ja. Jetzt ist ja dieses Vertrauen, das Sie da ansprechen, ja auch wichtig. Das ist ja nicht nur einfach gut, weil ich mich dann gut fühle. Man weiß ja auch, dass es einem hilft im Prinzip bei der Genesung, wenn der Arzt mir erstens positiv gesinnt ist, aber dann auch mit mir spricht, wenn er mir erklären kann, was ich habe, wenn ich mich aufgehoben fühle. Und da sind wir dann auch schon beim Faktor Zeit und eben dieser Empathie, was ganz oft ja auftaucht, was eigentlich fehlt. Das ist sicher ein ganz schwieriges Kapitel und das, was wir unter Empathie verstehen, ist sicher das, was auch am meisten leidet in dem Verhältnis vom Arzt zum Patienten. Und da wird ja auch immer wieder gefragt, was ist das eigentlich Empathie? Kann man das lernen beispielsweise? Kann man das im Studium vermitteln? Das ist auch eine sehr schwere Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich muss ein Arzt ja jemand sein, ähnlich wie ein Lehrer auch, der ein ganz grundsätzliches Interesse am Mitmenschen hat. Der Lehrer dem jungen Menschen gegenüber, was die Ausbildung angeht, und der Arzt dem Menschen gegenüber, was seine Gesunderhaltung und die Sorge um sein körperliches und psychisches Wohl angeht. Und also das ist so eine Grundhaltung, die muss ein Arzt mitbringen. Aber das reicht nicht. Ich muss dann ja, weil Empathie ist ja etwas, sich zuwenden können, sich richtig zuwenden können, ist etwas, was man auch lernen kann und was man vor allen Dingen auch, man kann Fehler machen, man kann gravierende Fehler machen. Da könnte ich viele Dinge aus meiner Praxis erzählen. Also ich habe beispielsweise mal so eine Situation erlebt, um Ihnen nur einen Satz zu zitieren. Ich habe eine Visite mal mitgemacht auf einer Gaststation, da lag der Patient im Bett auf einer gastroenterologischen Station. Und die Ärzte unterhielten sich über seinen Kopf hinweg und schließlich sprach einer der älteren Assistenzärzte den Patienten an und sagte, dass sie Krebs haben, wissen Sie ja. Also eine Situation, die den Patienten total fassungslos machte, weil er lag mit einem unklaren Beschwerdebild in diesem Krankenhaus, in diesem Bett und es war... mit ihm, es waren schon einige Untersuchungen gemacht worden und die Ergebnisse der Untersuchungen waren zwar den Ärzten bekannt, den Behandlern, aber noch nicht dem Patienten. Und das wurde ihm jetzt auf der Chefarztvisite in dieser Weise vermittelt, wo ich nur sagen kann, das ist unfassbar und das ist, um es hart zu sagen, ein Kunstfehler, so mit einem Patienten zu reden. Für mich gibt es Kunstfehler nicht nur in dem, sage ich mal, operativen, eingriffsmäßigen und so weiter, sondern auch in der Kommunikation kann man schwere Fehler begehen, die als Kunstfehler für mich zu klassifizieren sind. Sie kritisieren in Ihrem Buch ja auch durchaus die Ausbildung. Also Sie sagen ja, wir brauchen nicht nur fachlich sehr gut ausgebildete Ärzte, da gehört auch noch mehr dazu. Sie sprechen da unter anderem von einem Philosophikum. Jürgen fragt jetzt hier noch etwas anderes in die ähnliche Richtung. Warum gibt es denn für Mediziner immer noch den NC und keinen Berufseignungstest in irgendeiner Weise? Ja.
Das ist eine Frage, die kann ich auch nicht letztlich beantworten. Ich weiß, wie es bei mir war, ich war ja ein viel zu schlechter Abiturient, um diesen Numerus Clausus 1900, wann habe ich begonnen? 1979, um also sozusagen glatt gleich einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Ich hatte einen Abiturdurchschnitt von 2,4, was also unter aller Kanone war, und damit hatte ich überhaupt keine Chance. Also habe ich ein Parkstudium gemacht, zusammen mit einem Kommilitonen, dem es genauso ging wie ich. Aber damals gab es noch sogenannte Zulassungsreferenten an den Universitäten, wenn ich das mal kurz einpflichten darf. Und ich habe die Situation ja auch in meinem Buch dargestellt. Und diese Zulassungsreferenten durften 10% der Studienanfänger ihrer Universität selber auswählen, und man musste diese Leute aufsuchen, man musste mit ihnen sprechen. Das waren in der Regel Professoren, manchmal schon im Ruhestand, und die führten dann Gespräche, und mussten dann herausfinden, ob jemand dann doch vielleicht geeignet war, um dann doch einen von diesen wenigen 10 begehrten Studienplätzen zu bekommen. Und so war das bei uns auch, wobei wir uns da unlauterer Mittel bedient haben, nämlich wir haben hochprozentiges mitgebracht, was dem alten Herrn nicht schlecht gefiel. Und irgendwann, nachdem wir 4-mal da gewesen waren, hat er uns diese Unterschrift gegeben. Und wir hatten beide damals den Eindruck, wir haben es auch verdient. Und wir sind richtig in diesem Beruf, und ich würde das im Nachhinein auch sagen. Aber um diese Frage zu beantworten, sagen wir so, es muss dahin kommen, dass wir andere Bewertungs-, andere Prüfungsmaßstäbe, andere Maßstäbe an Persönlichkeit und Wissen anlegen. Und es sind für mich vor allen Dingen Persönlichkeitsfaktoren, die unterbewertet sind bzw. gar keine Rolle spielen. Und die ein größeres Gewicht brauchen, weil, und da kann man jetzt auch einen kleinen Schlenker vielleicht machen zu dem, was unter dem Stichwort Fehlerkultur in der gegenwärtigen Medizin firmiert, nämlich, dass was Fehler sind, was Irrtümer sind, was Versagen von Ärzten ist, wird nahezu ausschließlich als System- oder Prozessversagen unter diesen Stichworten diskutiert. Und ich meine, es gibt auch, wie in jedem Beruf, und ich weiß, dass ich mir damit keine Freunde mache und sicher auf viel Widerstand stoßen werde, aber es ist meine Erfahrung, es gibt viele Ärzte oder viele Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, und die sind für diesen Beruf nicht geeignet. Und darauf würde ich immer bestehen. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Banalität, weil es gibt es in jedem Beruf, ja, das kann man auch sagen. Aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Und wenn es um Gesundheit geht, würde ich sagen, hat diese, ich sag mal, charakterliche und persönliche Ungeeignetheit nochmal einen besonderen Stellenwert. Weil der Arzt natürlich auch mehr Verantwortung wirklich trägt als in manch anderen Beruf. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist das auch, etwas, was sich ändert, je mehr Möglichkeiten wir haben in der Medizin, dass gerade diese Fragen, was kann ich tun, was muss ich vielleicht tun und was muss ich eher unterlassen, noch immer wichtiger werden? Ja, also es gibt ja so etwas wie Leitlinien in der Medizin. Die eigentlich, und der Leitlinienbegriff wird ja eigentlich ganz groß geschrieben und viel diskutiert, obwohl ein Großteil der Ärzte sagt, Leitlinienmedizin ist Kochbuchmedizin. Ja, das heißt, ich habe hier sozusagen eine Leitlinie für die Behandlung einer Erkrankung, und die haben ein Verständnis von Leitlinie, in dem Sinne, dass sie sozusagen diese da festgelegte oder da vorgeschlagene Behandlung sozusagen jedem Patienten mit dieser Erkrankung überstülpen. Und so geht es natürlich nicht. Leitlinien sind für mich, habe ich immer anders verstanden, Leitlinien sind wie eine Komposition
eines Musikers. Was will ich damit sagen? Ein Musiker macht eine Partitur und legt die Noten fest, ja, und insofern hat er so etwas wie eine musikalische Leitlinie jetzt für den entworfen, der der Dirigent ist oder der der Interpret seiner Noten und seiner Komposition ist. Und damit habe ich schon was Entscheidendes, glaube ich, gesagt, nämlich Interpret. Das heißt, eine richtig verstandene Leitlinie wird vom Arzt interpretiert. Das heißt, er nimmt sich die Leitlinie und sagt, jetzt muss ich das abgleichen mit der Persönlichkeit, mit der Selbstbestimmung, mit den Wünschen, mit den besonderen Empfindlichkeiten, mit Allergien, mit sonst irgendetwas, was, also mit einem ganzen Setting von Persönlichkeitsmerkmalen, persönlichen Bedingungen meines Patienten. Und wenn man das zusammenbringt, dann würde man, glaube ich, so etwas wie gute Medizin machen können. Das heißt, gute Medizin auch, nicht nur im Sinne der, im engeren Sinn der richtig geführten Behandlung, sondern auch im Sinne der Patientenzufriedenheit und nicht zuletzt auch im Sinne ärztlicher Zufriedenheit. Denn das wollte ich auch nochmal sagen, das ist ja auch ein großes Unglück, so möchte ich das eigentlich nennen, in der Medizin, in der gegenwärtigen Medizin, dass sie natürlich wieder Stichwort Ökonomisierung, auch Stichwort Leitlinie, man könnte andere Stichworte noch anführen, dass diese Medizin, die wir haben, zu großer Unzufriedenheit führt. Und zwar nicht nur auf Patientenseite, sondern auch auf Arztseite. Und die Flucht aus diesem Beruf, die ja in aller Munde ist, gerade bei den Ärzten, bei den männlichen Medizinern, die ja fast sprichwörtlich schon geworden ist. Das heißt also, der Arztberuf hat enorm gelitten. Die jungen Mediziner machen vielfach, die werden noch nicht mal mehr Facharzt und brechen ihre Ausbildung oftmals in der Weiterbildung schon ab und gehen in andere Berufe. Die gehen zu Verlagen, die gehen in die Industrie, sie gehen in die Verwaltungen oder sonst irgendwohin und verlieren also das Interesse an diesem Beruf, nicht zuletzt deswegen, weil vielfach, die Bezahlung ist es gar nicht so sehr, aber die Familienfreundlichkeit und auf der einen Seite, das ist etwas Wichtiges, auf der anderen Seite aber auch das, was der Beruf selbst produziert, nämlich diese von mir gerade sogenannte Unzufriedenheit, die auch ganz vielfältig zusammengesetzt ist, die natürlich mit Zeitmangel zu tun hat. Der Arzt sagt auch, er leidet auch unter dem Zeitmangel, den er nicht hat. Der fehlenden Zeit für den Patienten. Das sagt er auf jeden Fall und das glaube ich ihm auch. Und das ist etwas, was natürlich wieder dann nur vom System aus angegangen werden kann, um das zu verändern. Und das ist, ich will Ihnen eine kurze Geschichte noch erzählen, vielleicht was die Unzufriedenheit angeht. Und zwar jetzt nicht mal bezogen auf die Ärzte, sondern bezogen auf die Pflege. Sie haben ja anfangs gesagt, ich habe ein Hospiz gegründet. Das war eine meiner letzten Aufgaben in Berlin, bevor ich in den Ruhestand ging. Und das war ein sehr schönes Projekt. Und ich musste irgendwann, als das Hospiz stand, musste ich ja Menschen einstellen, Personal einstellen. So. Und dann kamen die Bewerbungen. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da kommen Bewerbungen von 26, 27, 28-jährigen Schwestern und Pflegern von Akutstationen, aus der Gastroenterologie, aus einer kardiologischen Intensivstation. Ich dachte, mein Gott, die haben doch so interessante Aufgaben. Und jetzt kommen die hier hin und wollen im Hospiz arbeiten. Und dann habe ich angefangen nachzufragen. Und dann habe ich gemerkt, dass sie alle mehr oder weniger das Gleiche sagten. Nämlich die sagten, Herr de Ridder, meinen Kernauftrag, den der Pflege, Zuwendung, Stichwort Zuwendung, Kommunikation, Gespräch, kann ich nicht mehr wahrnehmen. Mein Tagesablauf erschöpft sich darin, dass ich einen hochkomplexen Stationsablauf organisieren muss und dokumentieren muss. Und dann, das ist das, für was anderes habe ich überhaupt keine Zeit. Ich kann mich nicht, wie das so schön heißt, zum Patienten auf die Bettkante setzen. Ich kann keinen Trost spenden. Ich kann
nichts erklären. Ich kann nur, das habe ich übrigens selbst erlebt, ich war selbst krank, vielleicht kommen wir darauf auch noch. Ich war im Zweibettzimmer, Mittagessen, gegenüber von mir liegt ein Schlaganfallpatient, der gar nicht sprechen konnte, der konnte sich ganz schwer nur halbseitig bewegen. Da kommt eine Küchenkraft rein, stellt das Essen auf ein Tablett, auf einen kleinen Tisch, der dann über dem Bett steht, sagt guten Appetit und geht gleich wieder raus. Nach 20 Minuten kommt sie wieder, ich verkürze das jetzt alles. Der Patient liegt genauso da wie vorher auch, völlig unbeteiligt. Sie haben ja gar nichts gegessen. Schmeckt es Ihnen nicht? Also wissen Sie, eine völlig unangemessene Weise der Versorgung, muss man sagen. Und diese Schwestern, die dann zu mir kamen, die hatten dann gesagt, und damit hatten sie ja nicht Unrecht, dieses Fehlen von Menschlichkeit, dieses Fehlen, den Auftrag für den Pflegeauftrag wirklich ernst zu nehmen im klassischen Sinne, das hofften sie im Hospiz, wo Menschlichkeit, Kommunikation und Zuwendung zum Patienten natürlich die zentralen Aufgaben sind und das Wichtige ist, was da zu leisten ist, auf der Grundlage natürlich bester medizinischer und pflegerischer Versorgung. Das hofften sie da, also bei mir im Hospiz, zu finden. Und das war nicht, unberechtigt. Und das ist ein Symptom für mich. Denn wenn Sie heute Pflegekräfte in Deutschland fragen, was Sie ein Verhältnis zu Ihrer Arbeit haben, dann müssen Sie sagen, es gibt unglaublich viele, die an Ihrem Beruf, ich sage es jetzt mal ein bisschen hart, mehr oder weniger verzweifeln. Weil Sie das, was Sie eigentlich wollen und wofür Sie eigentlich da sind, immer weniger leisten können für den Patienten. Gibt es dafür, wäre schlichtweg die Lösung, wir müssen mehr, gerade in der Pflege, mehr Leute einstellen, den Beruf mehr würdigen, wie Sie ja schon gesagt hätten? Wissen Sie, wenn ich das alles zusammenfassen würde, was ich jetzt gesagt habe, dann würde ich ganz vermessen sagen, wir brauchen einen Kulturwandel in der Medizin. Mhm. Und man kann den vielleicht ja auch so beschreiben, nicht den Kulturwandel, sondern das ist nochmal eine andere Sicht auf die Mängel, auf das, was im Argen liegt, aus meiner Sicht, in der Medizin. Nämlich, und das bezeichne ich gerne als Sündenfall der Medizin, nämlich die Trennung von Krankheit und krankem Menschen. Ja, das ist was ganz Entscheidendes, dass wir das sozusagen die Ganzheit in einem wohlverstandenen Sinne, jetzt nicht im Sinne von Alternativmedizin, ja, dem Schulmediziner, dem sogenannten, laufen ja die Patienten weg, weil er ein falsches Verständnis oder überhaupt kein Verständnis von Ganzheit hat. Ganzheitsmedizin ist ja nicht ein Privileg der Alternativmedizin, sondern Ganzheitsmedizin ist Teil der wissenschaftlichen Medizin. Medizin ist ja in der Tat nicht alleine Wissenschaft, aber ohne Wissenschaft ist alle Medizin nichts. Und was der sogenannten Schulmedizin fehlt, ist ja genau dieser Anteil, ist das, was wir unter Zuwendung verstehen, was wir unter der Wahrnehmung und dem Umgang mit dem subjektiven Erleben von Krankheit verstehen. Das ist das, was ernst genommen werden muss und was einen ganz anderen Stellenwert braucht. Und wenn wir das hätten in dem, was unsere klassische Schulmedizin ist, dann hätten wir enorm viel gewonnen und wir hätten eine viel höhere Zufriedenheit, sowohl auf der Patientenseite wie auch auf der Seite von Pflegekräften und Ärzten. Bleiben wir mal kurz bei der Alternativmedizin, was Sie gerade kurz angesprochen hatten. Ich glaube, wir haben das schon fast beantwortet. Stefan aus Berlin fragt, wenn die Medizin nicht das leistet, was sie eigentlich sollte, dann liegt doch der Gang zur Alternativmedizin, Akupunktur und Homöopathie nahe. Kann man das verstehen? Das kann man an der Oberfläche verstehen. Mhm. Aber, und ich sage jetzt sicher etwas, was vielen, die zuhören werden, nicht gefallen wird. Für mich sind
Ein großer Teil dessen, was sich unter Alternativmedizin zusammenfassen ließe, also Homöopathie, was weiß ich, Kraniosakraltherapie, alle möglichen Dinge, Darmspülungen, Entgiftungs-, Entschlackungstherapien etc., sind für mich, das fasse ich unter dem Begriff Paramedizin zusammen, das sind Methoden und Vorgehensweisen, die überprüfbar keine Wirkung haben, die vielleicht vom Einzelnen als angenehm empfunden werden. Da sagt jemand auch, ja, seitdem ich das und das mache, geht es mir besser. Und ich habe gestern noch eine Patientin gesagt, die hat mir gesagt, ja, Sie sind ja ein bisschen erkältet, nehmen Sie doch D4, das homöopathische Mittel sowie noch, Schüsslersalze D4 und dann geht es Ihnen besser. Sie glauben gar nicht, wie toll ich mich fühle. Jedes Mal nehme ich das. Ja, da sage ich nicht mehr viel drauf. Das ist eine subjektive Erfahrung. Aber wenn wir homöopathische Vorgehensweisen evaluieren, dann muss man sagen, entpuppen sie sich regelrecht als Placebos. Und es gibt Menschen, wie schon der forensische Mediziner Otto Prokop sagte vor mehr als 30 Jahren, die sind Placebo-Reaktoren. Und die sind für solche Medikamente, im Übrigen auch Placebo ist ein ganz eigenes Thema, ist ja durchaus etwas, was sinnvoll ist in der Medizin, aber man muss es dann auch offen handhaben, beziehungsweise man muss es richtig handhaben. Und wissen Sie, ich habe mit homöopathischen und anderen Vorgehensweisen sehr eine Erfahrung gemacht, die mich sehr geprägt hat. Da war ich junger Intensivmediziner, fuhr auf dem Notarztwagen und wurde in eine Wohngemeinschaft gerufen in Berlin von Filmstudenten, Film- und Kunststudenten. Und es ging um eine junge Frau, die gerade aus Freiburg nach Berlin, vor einem halben Jahr aus Freiburg nach Berlin gezogen war und die schwer krank war. Und als ich die Wohnung betrat, war es so, dass die Frau leblos am Boden lag. Sie war dann auch tot. Und ich habe mir dann die Geschichte erzählen lassen, wie es dazu gekommen ist. Diese Frau, die in der Sektion hinterher eine schwere Sepsis hatte, eine Blutvergiftung ausgehend von einer Nierenbeckenentzündung, hatte Kontakt zu ihrem in Freiburg verbliebenen Homöopathen, der ihr Guru war, der ihr Arzt war, dem sie bedingungslos vertraute. Und obwohl die Wohngenossen mit ansehen mussten, dass es ja immer schlechter ging, sie aber immer am Telefon hin und immer neue Tropfenkombinationen zu sich nahm und es auch zu dieser sogenannten Erstverschlimmerung unter der Medikation kam, die typisch ist oder sein soll für eine erfolgreiche homöopathische Behandlung, ging es der Frau immer schlechter. Sie wollte nicht zu einem klassischen Arzt und Urologen gehen, Nephrologen gehen oder auch Internisten. Und kam dann in dieses, wie man sagt, septische Krankheitsbild hinein, was nicht mehr zu behandeln war und die Frau starb. Und das hat mich sehr geprägt und ist mir sehr lange nachgegangen. Womit ich im Übrigen nicht sagen will, und das wird man natürlich mir sofort vorhalten, ja, die Schulmedizin macht auch Fehler und Fehlbehandlungen en masse, würde ich zustimmen, natürlich ist es so. Aber man muss unterscheiden, was ist das bessere System? Es gibt ein System und das wissenschaftliche System halte ich für das bessere. Und es gibt immer Menschen, die von diesem System Gebrauch machen und es anwenden. Und für mich liegen die Fehler oder das Problem liegt für mich nicht im System, sondern in seiner Anwendung und in den Menschen, die es anwenden. Und für mich ist eine erfolgreiche homöopathische Behandlung insoweit eine Placebo-Behandlung, die ihr Gutes haben kann bei vielen Befindlichkeitsstörungen beispielsweise, weil es dabei nicht um die Potenz geht, sondern es geht um den Arzt als Medium, weil diese Ärzte bringen in der Regel etwas, was der klassische Schulmediziner nicht aufbringt, nämlich das, was wir ja, worüber wir jetzt mehrfach gesprochen haben, Hinwendung, Zuwendung, vor allen Dingen Zuhören. Es gibt eine Untersuchung, dass der klassische Hausarzt
seinen Patienten nach spätestens 18 Sekunden unterbricht. Das muss man sich mal überlegen. Dass in der Regel der Patient überhaupt gar keine Möglichkeit hat oder nicht keine ausreichende Möglichkeit hat, sozusagen das erstmal zu schildern, was ihn zum Arzt bringt. Und er kommt mit großen Ängsten, und das ist ja auch etwas, die Angst als die Grundkondition jedes Patienten, der im Krankenhaus ist und der zum Arzt geht. Und das findet überhaupt keine oder nur ganz unzureichende Berücksichtigung. Ja, jetzt will ich mal innehalten und... Unter diesen Umständen ist es gewissermaßen, um auf die Frage zurückzukommen, ja irgendwie verständlich, wenn sich Patienten so behandelt sehen, dass sie auf diese Schiene der Alternativmedizin gehen. Ob das in jedem Falle sinnvoll ist, mag man damit zweifeln. Jetzt gibt es aber ja auch Ansätze, die zum Teil doch auch mit wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sind oder sind. Kilian fragt, alternative Ansätze sind teilweise sehr wirksam. Die eigentliche Frage, warum werden diese von vielen Ärzten kategorisch abgelehnt und warum kommen sie in der Ausbildung nicht vor? Also gibt es Ansätze, das zu vereinen? Naja, da müsste man jetzt darüber reden, über was redet man jetzt? Da müsste man konkreter werden. Es gibt natürlich viele Dinge, die in der Medizin oder viele Behandlungsansätze oder Therapieverfahren, die man unter naturheilkundlichen oder die nicht auf streng wissenschaftlich evaluierten Prüfverfahren beruhen, sondern die auch der Erfahrung geschuldet sind. Und auch Erfahrung ist ja ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Behandlung. Und ich meine, der ganze Bereich der Körpertherapie, der ganze Bereich der Physiotherapie, der ganze Bereich dessen beispielsweise, was Meditation ist, das, was autogenes Training ist beispielsweise, das sind ja alles Verfahren, deren Wirksamkeit im Übrigen auch zum Teil, und da würde ich dem Frager ja recht geben, die ja wirksam sind und die ja auch zum Teil eben einen Eingang finden, nicht unmittelbar in die ärztliche Behandlung, aber etwa bei manchen Ärzten dann doch schon, die als Ratgeber dann sagen, sie haben eine koronare Herzerkrankung beispielsweise und sie haben einen Herzinfarkt in der Anamnese und beispielsweise ein Yoga-Kurs oder sich das Einlassen auf diese Art der Selbstfindung und der, möchte ich mal sagen, oder Meditieren, und da gibt es auch andere Dinge, wirkt sich mit Sicherheit positiv aus auf den weiteren Krankheitsverlauf. Und da muss man nur, glaube ich, trennen. Da muss man genau wissen, Lomi in Kitzbühel beispielsweise, es gibt Dinge, ja, in der Medizin, das glaubt man gar nicht. Und man muss ja auch noch mal vielleicht ein Wort darüber verlieren, wo blühen Alternativtherapien? Alternativtherapien blühen da, wo die Medizin ratlos ist oder wo sie weitgehend ratlos ist oder wo sie ganz große Probleme hat, Stichwort Tumoren. Da sind die häufigsten Ansätze für jetzt, ich sag mal, länger gehende und sehr ernste Alternativtherapien, von der Ozontherapie angefangen, Manfred von Ardenne etc. bis hin zu anderen obskuren Therapien, die dann auch vielfach noch mehr Schaden anrichten, die nicht nur nicht nutzen, sondern obendrein eben Schaden anrichten. Und das, da gebe ich auch zu, es ist sehr schwer, hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich will auch hier nicht alles in Grund, was sozusagen sich als Alternativmedizin gebärdet, in Grund und Boden treten. Ich will aber vielleicht noch eine Sache sagen. Ein Arzt, der mit dem Begriff Natur arbeitet, wenn er den nur, den Begriff der Natur, ich habe naturgemäße Heilweisen, der Begriff Natur nimmt den Patienten schon positiv ein. Aber ich möchte mal deutlich sagen, Natur ist auch hochgiftig. Natur ist weder gut noch böse, weder heilsam noch krankheitsträchtig, sie ist alles, sie kann alles sein. Und wir wissen,
beispielsweise von der wunderschönen Fingerhutpflanze, die ein hochwirksames Medikament, Digitalis, hervorbringt, was eben auf der einen Seite ein Klassiker ist in der Herzmedizin, jetzt in der letzten Zeit an Bedeutung etwas verloren hat, was auf der anderen Seite aber auch hochtoxisch ist und ganz rasch zum Tode führen kann. Anderes Beispiel, Sauerstoff. Wenn die Leute Sauerstoff hören, dann denken sie, Sauerstoff ist ja was. Sauerstoff, das ist der Inbegriff dessen, was dem Körper gut tut. Wenn ich Sie mit 10 Minuten mit reinem Sauerstoff beatme, sind Sie tot. Ja? Das muss man alles wissen. Das heißt, es ist alles eine Frage nicht nur der Dosierung, auch einer Art der Anwendung. Es ist alles komplexer. Wir dürfen nicht schwarz-weiß denken und man muss genau hinschauen und dazu gehört eben viel Wissen und dazu gehört eben auch ständige Fort- und Weiterbildung. Ist das nicht im Prinzip auch ein bisschen ein Anspruch auch an die Patienten, also sie zu befähigen, sowas auch ein bisschen besser einzuschätzen? Ja, wissen Sie, das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Wir brauchen, eine meiner Thesen lautet, mehr Medizin bedeutet nicht mehr Gesundheit, aber mehr Bildung bedeutet mehr Gesundheit und im Übrigen auch das Sparen von Kosten, würde ich jedenfalls mal behaupten. Das ist wahrscheinlich schwierig zu beweisen, aber es wird so sein. Und das ist etwas, was ich doch vielleicht hier nochmal ganz deutlich sagen will. Es wird heute viel geredet, dass junge Menschen keine Medienkompetenz haben, keine Wirtschaftskompetenz haben. Das mag alles richtig sein, aber ich denke, dass das Wichtigste, was ein junger Mensch hat, wie jeder Mensch, ist sein Körper und seine Psyche. Und sozusagen ein Wissen zu erwerben, wie ich mit dieser wichtigsten meiner Ressourcen, die ich überhaupt habe, mein Körper und mein Kopf, wie ich damit gut umgehe, das zu lernen, müsste doch eine große Aufgabe sein, für die Erziehung und die Bildung im weitesten Sinne. Und ich würde da am ehesten die Schulen als den richtigen Ort ansehen. In welcher Form und wie oft und so weiter, das kann man alles diskutieren. Aber Fakt ist, es wird sträflich bisher aus meiner Sicht vernachlässigt. Was dann dazu führt, dass wir im Prinzip dieses starke Ungleichgewicht haben, dass der Patient eben immer noch zum Arzt kommt und eben mehr oder weniger auf ihn angewiesen ist. Ja. Ja, man kann sagen, dass natürlich das letztlich, was ich fordere, zu einer, also jedenfalls in der Theorie würde es so sein, dass es zu einer stärkeren Selbstverantwortung führt. Und das ist das, was wir sicherlich eben auch dringend brauchen. Wobei natürlich in dem ganzen Präventionsgedanken auch sich nochmal ein ganz eigenes Feld auftut, weil wir ja bei Prävention ja, so wie sie gegenwärtig diskutiert wird, eigentlich schon als eine Pflichtveranstaltung diskutiert wird. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht, dass der Vorsitzende der Generali-Versicherung vor wenigen Wochen im Spiegel ein Interview gegeben hat und da ging es darum, dass Patienten ihre Daten überhaupt erfassen, ihre gesundheitlichen Daten erfassen auf ihrem Handy über bestimmte Apps und dass sie diese weitergeben an die Versicherung und dass die Versicherung diese Daten verarbeiten dürfen und sozusagen hier zu bestimmten, dem Patienten bestimmte Verhaltensmaßregeln geben, zunächst mal nur als Ratschlag, jetzt, ja, aber in nicht allzu ferner Zukunft mit Sicherheit auch als Verpflichtung in dem Sinne, dass der Patient gerne gewillt ist, sich nach Standardvorgaben zu richten, ob die richtig sind oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Die werden ja auch von Menschen gemacht und das ändert sich auch dauernd, diese Standards. Und dass diese Standards sozusagen dann, wenn er sie einhält, dazu führen, dass er bevorzugt wird. Das heißt, dass er günstigere Versicherungsbedingungen bekommt, dass er belohnt wird und dass demgegenüber all diejenigen, die sich diesen Standards und diesen Empfehlungen nicht fügen,
Ja, bestimmte Leistungen gar nicht mehr bekommen oder in andere teure Tarifgruppen eingeordnet werden. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr Zukunftsmusik, das ist alles, liegt alles viel näher, als wir denken. Dass es mehr oder weniger zur Pflicht wird. Wobei auf der anderen Seite Gesundheit als Pflichtveranstaltung, das könnte man zum Schluss vielleicht sagen, dass das etwas ist. Darauf sollte auch das, was ich eben zu Schülern, zu jungen Menschen gesagt habe, nicht hinauslaufen. Es müssen Freiheitsgrade gegeben sein. Aber wichtig ist, zu informieren, auf eine gute Weise, auf eine interessante und spannende Weise, junge Menschen für sich selbst zu interessieren. Und das hat sicher eher positive als negative Auswirkungen. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das als ein wunderbares Schlusswort. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Ich hoffe, dass wir ein paar stellen konnten. Wir können sicher noch viel länger darüber reden. Das ist ein Thema, das wirklich viele Leute angeht, mit der viele Leute Erfahrung gemacht haben. Aber ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist ein beeindruckendes Buch, weil es aus einer Sicht geschrieben ist, von jemandem, der wirklich seine Erfahrung gemacht hat, was ich mutig finde, gewissermaßen. Und ich hoffe, dass vielleicht einiges davon, von den Vorschlägen, von den Anregungen, die Sie hatten, ja mal Anwendung findet. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und einen schönen Abend.